Hallo alle miteinander. Jetzt wollen wir einen kurzen Vergleich machen mit dem solaroptimierten RE-MF gegen die ich so bisher baute. Also momentan haben wir es ganz schön bewölkt und das 100 Watt 12 Volt Panel haut ungefähr mit der ersten Version vom RE-MF 1 Ampere ungefähr rein. So, hier an dem haben wir jetzt geändert einen Schlitz im Ferrit. Und sind wir wieder auf den 3055er zurückgegangen und einen Vorwiderstand haben wir auf 2,4 Ohm runtergedreht. Da ist nichts mehr mit 330 Ohm Vorwiderstand. Hier bei dem jetzt habe ich einen Vorwiderstand auf 0 Ohm. Also der Vorwiderstand sind jetzt nur die zwei Kabel hier. Aber trotzdem ja, ungefähr 1 Ampere. So, wer hätte es gedacht? 300 mA mehr. Also ungefähr so 20%, ja, habe ich richtig gerechnet. Irgendwas um die 25% mehr bringt dieses Teil jetzt. Hier oben die zwei Panels sind es. Ne, also eins von den Panels haben wir jetzt gerade an den RE-MF-Charger angeschlossen. Von den oberen. Ne, 12 Volt, 100 Watt steht drauf. Und das hier ist der Himmel zurzeit. Ja, schon ziemlich spät am Abend, 17 Uhr rum. Ein anderer schöner Effekt ist, dass das Pfietschen hier nicht ganz so laut ist wie bei einem komplett geschlossenen Ring. Ja, das ist eher so ein, wie soll ich es ausdrücken? Naja, das ist ein anderer Pfietschton. Und mir ist er irgendwie angenehmer als hier bei so einem mit komplett geschlossenem Ferrit. Ja, so wird er eigentlich im Endeffekt angeklemmt. Hier oben kommt das Solarpanel her mit einem Plus und Minus. Und hier geht es dann raus auf den Akku. Mehr ist es eigentlich nicht mit anklemmen. Bei den 12 Volt 100 Watt Panels ist es dann so, dass die Ladeschlussspannung von diesen 14,8, 15 Volt hier ungefähr dann erreicht ist, wenn auch das Panel dann in seiner Voltzahl praktisch zusammenbricht. Also von daher, bei denen hier bin ich bis jetzt ohne Ladeabschaltung gefahren. Das sind allerdings auch Allowance-Zellen. Da ist es nicht ganz so wild, wenn sie mal bei 15,5 Volt mehrere Tage sind. Aber bis dahin habe ich sie bis jetzt noch nicht gebracht. Ne, auch bei vollster Sonneneinstrahlung, 2-3 Tage geladen, hier stehen gelassen, waren sie immer noch bei 14,8 Volt und waren nicht überladen. Wie gesagt, mit so einem 100 Watt 12 Volt Solarpanel als Quelle. Gut, seid ihr erstmal im Bilde. Die Sonne will heute wahrscheinlich nicht nochmal richtig rauskommen, dass ich euch zeigen kann, wie viel Ampere das maximal bringt. Also bis 6 Ampere, 6, 7 Ampere kommt dann in der Spitze raus. Und ja, das soll es ja dann im Endeffekt auch. Ne? Da haben wir dann die Ampere, die aus dem Solarpanel kommen, wirklich in unserer Batterie drin. Gut. Na denn. Ich wünsche euch was.